Herzlich willkommen hier bei unserer Übertragung vom zweiten Champions League des SV Casino Salzburg, des zweiten Auftretens der Salzburger in der Champions League. Und dieses Match ist ein ganz besonderes für die Salzburger. Das findet hier im berühmten Giuseppe Meazza Stadion statt, das früher San Siro Stadion geheißen hat. Und der Gegner, das ist der Europacup-Sieger, das ist der AC Milan. Das Stadion bei weitem nicht ausverkauft und es werden auch nur etwa 30.000 Besucher erwartet. Sehr stark vertreten, aber sind die Anhänger des SV Casino Salzburg hier. Ein starker Fanblock und er und wir freut sich auf ein großes Fußballfest hier. Und damit zu unserem Kommentator, zu Robert Seger. Ja, und was für ein Unterschied eigentlich. Am 12. Mai waren wir hier mit den Salzburgern beim UEFA Cup Finale gegen Inter Mailand. Da ging das Stadion fast über 80.000 Zuschauern. Vielleicht liegt gerade darin die Chance für die Salzburger, deren Fans heute stimmgewaltig sind. 2.000 sind hier, dass sie nicht unter einem derartigen Publikumsdruck hier etwas zu befürchten haben wie damals. Denn die AC Milan-Fans sind ein bisschen böse auf ihre Stars. Wenn eine Mannschaft immer gewinnt, dann kann man sich auch zu Tode gewinnen und eines Tages sind die Fans dann böse, wenn man ein- oder zweimal verliert. Und die Meisterschaft hat für den AC Milan nicht so gut begonnen, aber gerade darin liegt die Gefahr. Und das Understatement von Trainer Fabio Capello hat gestern alles gesagt: Für mich sind die Salzburger Favoriten. Wir wären froh, wenn wir hier einen Unentschieden machen. Von den Salzburgern setzt sicherlich niemand einen Sieg hier voraus, aber ein gutes Spiel, das wollen wir heute in jedem Fall erleben. Apropos gutes Spiel, bevor wir zum heutigen Spiel kommen, erinnern wir uns einfach zurück an den ersten Spieltag der Champions League und an die ersten beiden Spiele damals. Für den UEFA-Cup-Finalisten Salzburg ein harziges Debüt in der Champions League gegen AEK Athen. Rasenschach statt Offensivfeuerwerk. Nur selten überwinden die Salzburger die griechische Abwehrmauer. Die größten Chancen erst in der Schlussphase. Stadler Flanke, Mladenovic Kopfball. Geburtstagskind Jurcevic kommt 9 Minuten vor Schluss dem erlösenden Tor ganz, ganz nahe. Die griechische Torsperre hält. Salzburgs erstes Spiel in der Champions League endet 0:0. Kommentar von Otto Baric. Griechen waren in der ersten Halbzeit besser, wir waren in der zweiten Halbzeit besser. Wir haben zwei ganz große Chancen, aber ohne Tore kann ich nicht zufrieden sein. Kann ich das natürlich, wir müssen ein Tor machen. Aber das in der Champions League werden viele dieser Spiele. Das ist sehr schwer, weil alle sehr aufpassen, dass sie kassieren nicht Tor. Der AC Milan passt nicht gut genug auf und kassiert in Amsterdam deren 2. Das 1:0 für Ajax nach 50 Minuten durch WM-Stürmer Ronald de Boer. Die Rumpfelf des Titelverteidigers weitgehend in die Defensive gedrängt. Der schnelle Overmars bereitet das zweite Tor vor. Erzielt wird's vom Finnen Jari Littmanen. Milan verliert bei Ajax Amsterdam 0:2. Die erste Europacup-Niederlage seit dem Finale 93 gegen Marseille. So, und dieser eine Punkt aus dem Spiel gegen AEK Athen ist immerhin 3,75 Millionen Schilling wert. So viel gibt es in der Champions League für jeden zusätzlich gewonnenen Punkt, neben den garantierten Summen, die hier bezahlt werden. So, aber jetzt zum heutigen Spiel und die vielen Fans, die hergekommen sind, sind schon am Morgen gekommen, teilweise um Mitternacht in Salzburg weggefahren oder mit Sonderzügen. Und der beliebte Treffpunkt aller Fans, wer immer herkommt nach Mailand, ist natürlich der große Platz vor dem berühmten Mailänder Dom. Dein Tipp zu AC Milan Austria Salzburg? Ja, unentschieden werden wir schon schaffen. Ja, was weiß ich, 0-0, 1-1 ist mir ganz wurscht. Wer soll das Tor für Salzburg schießen? Ist egal. Und wenn es der Konrad schießt. Und jetzt steigt natürlich die Spannung.
In den unterirdischen Kabinengängen bereiten sich die beiden Mannschaften vor. Hier ist auch noch Salzburg-Clubpräsident Rudolf Quenberger mit dabei, hat zuvor in der Kabine noch mit den Spielern ein paar Worte gewechselt. Die Erwartungshaltung, alles natürlich groß, denn man will von den Salzburgern heute natürlich hier beim AC Milan, beim Titelverteidiger in der Champions League, bei einem der besten Fußballclubs für viele in den letzten Jahren, sogar der beste der Welt, eine ganz starke Leistung der Salzburger wieder erleben. Und die Salzburger haben sich auch viel vorgenommen für dieses Spiel. Vor allem wollen sie sich einfach heute an dem orientieren, was Salzburgs Erfolg im UEFA Cup in der letzten Saison gegen die Großen, gegen die sie gespielt haben, gegen Frankfurt, Karlsruhe, Sporting Lissabon oder auch Inter Mailand ausgemacht hat. Nämlich Spiel mit Herz, bedingungsloser Einsatz, laufen, kämpfen und mit ein bisschen Glück, mit dem notwendigen Glück, dann auch zum Erfolg kommen. Der AC Milan in der Krise, so haben die italienischen Sportzeitungen in den letzten Tagen geschrieben, aber Otto Baric warnt zu Recht vor einer Krise, denn eine Weltklasse-Mannschaft wie der AC Milan, der kann halt auch einmal einen kleinen Durchhänger haben, aber man sollte daraus keine falschen und voreiligen Rückschlüsse für dieses Spiel heute ziehen, denn wenn Sie sich dann die Aufstellung von AC Milan anschauen, dann werden Sie trotz der Absenz einiger bekannter Namen sofort verstehen, dass diese Mannschaft auch ohne Donadoni, ohne Mazzaro, ohne Costa Curta eine absolute Weltklasse-Mannschaft ist. Das stärkste Clubteam der Welt mit einem unglaublichen Rekord in den letzten Jahren im Europacup. In 24 Spielen nur zwei Niederlagen. Das war die Niederlage vor zwei Wochen in Amsterdam bei Ajax und dann 1993 beim Finale in München gegen Marseille. Und in 84 Europacup-Heimspielen seit 1955-56 hat die Mannschaft hier in diesem Stadion nur fünfmal verloren. Das letzte Mal vor sieben Jahren gegen Espanyol Barcelona mit 0:2. Die anderen, die es hier geschafft haben zu gewinnen, waren der belgische Club Waregem, Porto, Barcelona und Saarbrücken. Ein schwedischer Schiedsrichter leitet die Begegnung. Der 36-jährige Leif Sündel, 5 Jahre international und hat schon einmal ein Spiel von AC Milan geleitet, und zwar das 3:0 gegen Porto. Vorne Franco Baresi. Und die bengalischen Lichter, wie immer hier in Italien, egal wo gespielt wird, das gehört einfach zur Stimmung, zur Begeisterung dazu. Und auch die Salzburger haben dafür gesorgt, dass sie ebenso wie gegenüber mit den bengalischen Lichtern für besonderes Spektakel sorgen. Dafür sorgen, dass der gefürchtete Mailänder Nebel, den es in diesen Tagen noch nicht gibt, für ein paar Minuten wahrscheinlich auch ins Stadion hereinfallen wird, nämlich durch die Lichter, die hier abbrennen. Das sind die Salzburger. Die stehen da ihren italienischen Fans überhaupt nicht nach. Ein toller, stimmungskräftiger und stimmgewaltiger, starker Anhang, der heute hier ist. Die roten Teufel aus Mailand sind hoffentlich zahm. Leo Leiner. Otto Konrad, der schon einmal hier Nervenstärke bewiesen hat. Christian Fürstaller, Jurcevic. Alle waren froh, als er den Fitnesstest gestern bestanden hat. Auf seine Freistoßtore wartet man auch hier. Mladen Mladenovic. Die einzige Überraschung in der Aufstellung bei Otto Baric ist der Umstand, dass Kocian spielt und Adi Hütter heute am Beginn dieses Spiels sozusagen als eiserne Reserve auf der Bank ist. Nur knappe 30.000 Zuschauer also in diesem berühmten Stadion, das nach einem der bekanntesten Fußballer Italiens, nach Giuseppe Meazza, der sowohl bei Inter als auch beim AC Mailand gespielt hat, benannt ist. Über 80.000 haben hier Platz in einem Stadion, das zu den modernsten und schönsten Fußballstadien der Welt zählt und das für die Weltmeisterschaft 1990 auf diesen Stand gebracht wurde. Und das ist der Star von AC Milan, Ruud Gullit, und das ist die Aufstellung. Sebastiano Rossi im Tor, Mauro Tassotti, der rechte Verteidiger, Christian Panucci, linker Verteidiger, Ruud Gullit
als Sturmspitze mit 4. Paolo Maldini, Innenverteidiger mit 5. Kapitän Franco Baresi mit 6. Giovanni Stropper im Mittelfeld, ebenso wie Marcel Desailly, Zvonimir Boban und Demetrio Albertini. Und neben Gyllidis Marco Simone die zweite Spitze. Fabio Capello hat also jungen Spielern hier gegenüber Routiniers den Vorzug gegeben und so werden sie spielen. Maldini zur Unterstützung von Baresi heute nicht an der linken Seite, sondern in der Innenverteidigung. Und vorne Gyllid und Simone. Und das sind die Salzburger. Im Tor Otto Konrad. Dann Leo Leiner. Wer gelb hat, ist eingeblendet. Thomas Winkelhofer mit der 3 rechts im Mittelfeld. Mladen Mladenovic, der Freimann im Mittelfeld. 5 Fürstaller, Mandecker von Simone. 6 Eigner links im Mittelfeld. 7 Jurcevic, 8 Artner, 9 Pfeifenberger. Er spielt auf Rüd Gyllid. 10 Feiersinger und 11 Kocian. Von dem sich Otto Baric heute einiges erwartet. Die Taktik der Salzburger in 2-3 Sätzen erklärt. Letzter Mann Leiner vor ihm als Manndecker, Fürstaler und Pfeifenberger vor diesen beiden als Abfangspieler gegen die starken Mittelfeldstrategen Albertini und Desailly, Artner und Feiersinger und dazu dann ein Mittelfeld mit Winkelhofer, mit Mladenovic und Eigner, vorne Jurcevic und der Verbindungsmann zwischen Mittelfeld und Angriff, das soll Tomislav Kocian sein und das sind die Kader, die auf der Bank heute noch Platz genommen haben und die Spieler, die möglicherweise zum Einsatz kommen. Leif Zündel, der schwedische Schiedsrichter, der auch schon ein Spiel einer österreichischen Mannschaft in einem europäischen Pokalbewerb geleitet hat, und zwar das Spiel zwischen Roma und Wacker Innsbruck, das Roma vor ein paar Jahren mit 1:0 in Rom gewonnen hat und Milan gegen Porto 3:0 für Milan im letztjährigen Champions League-Bewerb. In ein paar Augenblicken geht's los mit der ersten Spielhälfte hier im Jazza-Stadion von Mailand, das 1926 gebaut wurde. Und das ist der Anstoß. Die Salzburger in ihren traditionellen violetten Dressen und Milan heute in einem vielleicht ein bisschen ungewohnten Dress nahezu in Weiß. Gyllid. Rot-Schwarz, normalerweise ja das Club-Dress von Mailand. Rot-Schwarz ist auch auf diesem Trikot vertreten, aber nicht so stark wie sonst. Otto Baric, der vor dem Spiel gestern noch relativ ruhig war, aber heute doch merklich vor dem Spiel Nervosität gezeigt hat. Aber verständlich, denn gerade gegen so einen Gegner geht es natürlich mehr als nur um Punkte, sondern vor allem auch für Trainer, ums große Prestige hier bestehen zu können. Die ersten 20 Minuten, die werden für den gesamten Spielverlauf sicherlich entscheidend sein. Wir müssen Platz schaffen für Konter über Jura, über den Nikola Jurcevic. Kocian, schöner Pass, abseits, abseits, schade, wäre zu schön gewesen, aber die Fahne des Linienrichters war oben. Mladen Mladenovic. Zu Recht oder nicht, Achtung, Abspiel, ganz knapp war er vorne. Ganz knapp war er vorne. Es war, naja, ums berühmte Zipferl. Der Sotti. Maldini, Baresi. Desailly, der einer von 4 Spielern ist, insgesamt, die mit 2 verschiedenen Clubs den Europacup der Meister gewonnen haben. Und Heimo Pfeifenberger zum ersten Mal erfolgreich im direkten Zweikampf mit Superstar Gyllid, der ja in dieser Saison nach einem einjährigen Ausflug nach Genua zu Sampdoria wieder zurückgekommen ist. Simone. Der Schuss bedeutet Gott sei Dank keine Gefahr. Abstoß. Boban, Zvonimir Boban, war im letzten Jahr bei 6 Legionären nur der 5. oder 6. kam auch nur auf 13 Einsätze, zum Teil Kurzeinsätze. Aber man hat ein bisschen abgerüstet beim AC Milan. Man hat einige der Legionäre abgegeben
wie Babin zum Beispiel, wie Raducoiu. Man hat keine Neuen geholt, sondern lässt die, die man hat, jetzt spielen. Einer fehlt heute, Savicevic, er ist noch verletzt. Panucci. Und Abstoß. Wir wollen ein Übergewicht im Mittelfeld erreichen, meinte Otto Baric in der Spielerbesprechung. Wir müssen genau decken und müssen schauen, da die Verteidiger von Milan eher auf einer Linie bleiben, nicht unbedingt mit nach vorne gehen. Da müssen wir einen Mann mehr im Mittelfeld haben, der immer anspielbar ist. Und darüber können wir dann Konterstöße nach vorne bringen. Daher eine wichtige Aufgabe für Mladenovic und für Kocan, im Mittelfeld zu arbeiten, sich frei zu spielen. Kocan. Eigner. Weiblichen Fans von Mailand, Paolo Maldini, er ist ja eigentlich schon der geheime Chef in der Mannschaft des AC Milan, auch der Mann, der irgendwann einmal genau weiß, dass niemand Franco Baresi auch als Libero ablösen soll. Der Zeitpunkt könnte näher gekommen sein, denn jetzt spielt Maldini immerhin schon in der Mitte als Rückversicherung für Franco Baresi, einem der tragischen Helden des Weltmeisterschaftsfinales neben Baccio, hat ja auch er den Elfmeter vergeben. Vanucci. Boban. Vanucci. Jurcevic. Gegen Desailly und das muss Freistoß geben für die Salzburger. Nikola Jurcevic kann den Ball wie kaum ein anderer geschickt eng führen, gut abdecken und da bleibt dem Gegenspieler oft nichts anderes übrig als ein Regelverstoß. 5 Minuten gespielt hier im San Siro. 0:0. Kocan, ja, technisch gut. Mladenovic. Und Eckball für die Salzburger. Eckball für die Salzburger. Und noch einmal Mladenovic an den Ball. Auf den Konter. Simone für Kulit. Und Einwurf. Abseits. Anderes kann der Linienrichter nicht gesehen haben. Uns kann es recht sein, auf alle Fälle Freistoß für die Salzburger. Desailly. Kühle. Er bewegt sich enorm viel, das wird ein hartes Stück Arbeit für Heimo Pfeifenberger. Gut den Ball abgenommen. Kocan macht das bisher sehr gut. Tomislav Kocan. Rossi. Jurcevic. Baresi, Panucci, Simone,
Der Simone, 25 Jahre alt, seit 5 Jahren gilt er als das große Talent beim AC Milan. Stropper, seine Aufstellung hat etwas überrascht. Immerhin hat er den viel berühmteren Roberto Donadoni heute aus der Mannschaft gespielt und Einwurf für Milan. Einwurf durch Albertini, einer der vielen Milan-Spieler, die noch müde waren von der Weltmeisterschaft. Das ist angeblich einer der Hauptgründe, warum es zum Meisterschaftsbeginn nicht so geklappt hat, wie man es hier in Mailand gewohnt war. Wagner. Foul von Desailly und Freistoß wieder für die Salzburger. Gleich sind 10 Minuten der ersten Spielhälfte gespielt. 0:0 AC Milan gegen Salzburg. Ah, das war zu klar, 5 Meter. Geholt, relativ geschickt gemacht. Boban hat sich da so schön hineingelegt, den Ball geschickt mitgenommen und gefährliche Freistoßdistanz jetzt. Boban, Winkelhofer ist auf ihn aufgelaufen und Boban ist dann auch sehr geschickt gefallen, aber das gehört einfach dazu. Und jetzt gibt es Freistoß, alle Salzburger jetzt im eigenen Strafraum, auch Jurcevic scheint noch zurückzukommen, steht da knapp vor dem Strafraum. Auch nicht ungefährlich, weil der Ball abgefälscht wurde und Otto Konrad stand auf der anderen Seite. Aber von einem Mailänder, und zwar von Banucci. Aber aus solchen Bällen sind schon die unmöglichsten Dinge passiert. Da kann niemand dann was dafür, aber zum Glück ging es da vorbei. Ja, Mauro Tassotti, der älteste Spieler des AC Milan, war es. Panucci ist auf der anderen Seite mit der 3, übrigens der jüngste, der heute spielt mit 21. Desailly, Tassotti, Kulit. Schön gemacht von Stropper, Kulit. Aber da ist wirklich nichts zu geben, auch wenn die Mailänder Fans jetzt empört sind. Wieder Stropper, hat sich den Ball zurückgeholt. Das macht den Sportsmann Kulit aus. Statt zu reklamieren, ist er sofort weitergelaufen und war auf der anderen Seite blitzschnell anspielbar. Kulit. Feiersinger. Baresi. Und Einwurf für Salzburg. Oder? Nein. Noch für die Mailänder. Zu Recht. Aber wir sehen hier noch einmal die Szene mit Rüd Kulit auf der anderen Seite im Strafraum, wo zu Recht kein Elfmeter gegeben wurde. Maldini. Stropper. Simone. Der neue Paolo Rossi hat man vor 4, 5 Jahren, als er als junger Spieler erstmals in die Mannschaft kam, gesagt. Ganz hat er den Beweis noch nicht antreten können, dass er in die Fußstapfen des einst gefürchteten Torjägers Italiens, der wesentlichen Anteil am Weltmeisterschaftsgewinn von 1982 hatte, treten kann. Baresi, jetzt verschärft sich etwas der Druck der Mailänder. Jetzt spielen sie schnell direkt.
Winkelhofer. Pfeifenberger. Desailly. Noch immer Desailly. Vanucci. Jurcevic. So, jetzt muss man den Ball einmal halten. Nicht gleich wieder verschenken. Desailly. Foul von Pfeifenberger. Gut gemacht von Kocian. Und Jurcevic, jetzt hat er Freibahn. Jetzt kann er nur eigentlich allein gehen. Versucht aber abzuspielen für Mladenovic. Er muss es allein probieren. In der 14. Minute. Das wäre die klassische Konterchance gewesen. Hat ihm ein bisschen der Mut zum Risiko gefehlt, um allein auf das Tor des AC Milan loszuziehen. Hüllit. Feiersinger. Eigner. Der durch den sehr offensiven Stropper wenig Zeit für Vorstöße hat. Mladenovic. Kocian. Zu steil. Viertelstunde gespielt. Salzburger haben das bisher taktisch sehr gut gemacht. Das Konzept von Otto Baric klappt vorerst, aber eine Viertelstunde ist halt noch ein bisschen kurz, um wirklich schon Rückschlüsse auf den weiteren Verlauf ziehen zu können. Winkelhofer. Und das ist Fabio Capello, der 48-jährige Trainer des AC Milan. Zuletzt zweimal in Serie im Finale des Meistercups bzw. der späteren Champions League und sein größter Triumph, das 4:0 in Athen gegen die Cruyff-Mannschaft Barcelona. Aber Erfolge sind rasch vergänglich, im Moment rumort es ein bisschen und man hat ihm zumindest die Route ins Fenster gestellt. Schön langsam musst du auch in der Saison wieder Erfolge haben. Boban, Simone, Desailly, Hüllit. Die schwarze Tulpe, so nennt man ihn liebevoll in Italien, Hüllit. Der seit Jahren in Italien spielt, einer der großen Stars des europäischen und des Weltfußballs ist, den auch schwere Verletzungen in seiner Karriere nicht wesentlich zurückwerfen konnten, der immer wieder zur Spitze kam, aufgrund seiner enormen Einstellung zum Sport, seines soliden Lebenswandels und seiner nach wie vor unerreichten Klasse.